Ah, Leute, willkommen zurück zum nächsten Teil von Splatterhouse. Wir stehen vor einer Konsole, die mit Dingen verbunden ist, die andere Dinge vermutlich kontrolliert. Keine Ahnung, machen wir es kaputt. Habe ich gesagt, machen wir es kaputt? Hätten wir sein lassen sollen. Aber naja, so geht's ja auch. Was ist das? Ne, da kommt noch mehr. Oh mein Gott. Naja. Ist jetzt nicht so das große Problem. Ah, da geht die nächste auf. Und die nächste. Ja, tot. Tot. Geknuddelt. Ja, noch mehr? Nö, ne? Nö, mehr sollte hier nicht sein. Was ist das eigentlich? Hey. Hey. Uncool. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Tja, leider muss ich jetzt anders für Tod und Verderben sorgen. Oh. Na, ja, attackiert euch ruhig gegenseitig, das ist mir egal. Hätte ja klappen können. Sich in der Ecke verstecken vor Gegnern. Aber nein, natürlich nicht. Warum auch? Ist er tot? Ich glaube. Was mit dir? Du lebst auch. Jetzt nicht mehr. Tschi. Okay. Warum auch nicht? Hätte klappen können. Autsch. 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 Na, 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 geht weg, ich hab Angst vor euch. Angst und Respekt, wie wär's damit? Das wollen doch alle großen bösen Dinger. Den hast du ganz viel Angst und Respekt vor mir? Ganz viel? Nein? Okay. Autsch. Was war das denn? Okay, ist ja gut. Na, na. Ich will nicht sterben, danke. Das wäre dann schon mal der erste, wenn ich, ja, na toll. Nein, darf ich natürlich nicht. Au. Ach, doch nicht auch. Jetzt auch. Nur für ihn halt. Ja, ist klar. Fördert die Durchblutung. Tihi. In so einem Spiel schlägt mich keiner im schnellen Tastendrücken. Autsch.
Auch wenn ich mich gerade eher doof anstelle, weswegen dieser Kampf schon viel zu lange geht. Nein. Wir prügeln da jetzt drauf und gut ist. Geht doch. Marmelade. An den Spruch finde ich auch gut, ich hab Köpfchen. Wenn ihr jetzt etwas pfeifen hört, dann ist das draußen der, ja, Gebrauchtwaren, Wagen, wie auch immer. Tut mir also leid, kann ich aber nicht kontrollieren. No, no. You're confusing me. I can't think. Oh, you don't need to think, Rick. That's right. From the journal of Dr. Henry West. Host body A's natural strength and size has been increased through surgical augmentation, making it powerful enough to contain the life essence of one of the monsters. Of course, the process has driven it violently insane. Okay. Was auch immer er sagt. Hört auf ihn, Kinder. So wird das gemacht und nicht anders. Scheiß die Wand an. Ja, bleib bloß da, danke. Die Chancen stehen doch bestimmt gut, dass ich nie gegen den kämpfen muss. Oder? Oder? Ja, er klopft gegen die Scheibe. Die Chance steht sehr gut, dass ich niemals gegen ihn kämpfen muss. Was ist denn da? Ha. Ne, wir haben sehr wenig Blut, schade. Ich dachte, wir hätten mehr Blut. Da hätte ich mit dir gekommen können, schöne Dinge. Ja, ich darf keine schöne Dinge haben. Ja, 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 ja. Kältekammer? Oh, kann ich hier Kryostase, Kills machen? Oh, das wär's ja. Oh, yeah. Das wäre doch toll. Da ist noch so ein Teil, ich will das kaputt machen, danke. Ah, jetzt geht's mir besser. Jetzt geht's mir besser. Was geht ab? Hallo Leute. Rick, go back! Calm yourself, Lenora. It's Jennifer, you dick! Sihi. Mr. Taylor. It's said that a man's true character is reflected in the fruits of his toil. Scheiße. So much suffering. It's beautiful. Ja, geil. Au. Du Mistding. Au. Au. Aha. Und nu? Au. Ich verstehe schon, das und nu. Ha? Was? Ah, was auch immer. Ein bisschen Energie schadet nie. Na. Pfui, böses Riesending. Hätte ja klappen können. Na? Wirst du wohl sterben? Aha.
Ah, schön. Soll ich den Vorgang jetzt noch 5-mal wiederholen? Oh Mann. Das kann ja dauern. Oder auch nicht? Ah. Na komm, gib mir Energie. Na, hätte klappen können. Na, das hätte nicht klappen können, aber das andere. Das davor, das hätte klappen können. Nein. Ich bin nur froh, dass dieses Spiel unendlich Energie eingibt. Prinzipiell. Wenn man sich nicht extrem mies anstellt, dann kann man hier sehr gut über. Aua. Du hast keine Energieleiste mehr. Eigentlich müsstest du umkippen, danke. Ah nein, so rum. Ja. Ja. Wow. Aua. Oh, schön. Schön, schön. Oh, ja. Das... Oh. Oh. For Jenny. Oh, my dear boy. You're a monster. A sideshow freak. You think she'll want you now? Oh, I swear. If you hurt her again... That's the spirit of the show. Was? You have my word. I'll be a gentleman. To the end. Das gefällt mir gar nicht. Erinnert, hat böse Erinnerungen an Teil 2. Ja, wir lernen in Splatter Smash. Und eine neue Survival Arena. Gut, denke ich. Wahrscheinlich. Experiment 765. Aha. Interesting place. Who's the architect, Edgar Allan Poe? You don't have to come. Oh, and leave you alone in there with Dr. Weird? Okay, so he's a little eccentric. But he asked for me specially, remember? Gee, I wonder why. Hey! Another one from my collection? Rick Taylor, the man behind the mask. That's the story I want to get. Maybe one day I'll get one where you look like you're having fun. Das nenne ich mal schlechte Erinnerung. Und schlechte Ladezeiten. Phase 7. Scream Park. Das verspricht lustig zu werden. Sehr lustig. Everything's just dandy. This is a corrupted place of power. Maybe someone built this place on the wrong piece of earth. Maybe. Something bad happened here once. Also mit dem Clown auf alle Fälle. Sehen wir uns noch den Splatter Smash an. Was macht das denn? Ach so, wir können diese Erdkollision. Aha. Splatter Jump Slam. Mhm. Das nehmen wir doch direkt. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder in diesem Alles ist Rosig Park, dem Park der Schreie. Bis dahin, Leute, auf Wiedersehen und tschüss!